Wem gehört nationales Kulturgut? Wann und wodurch wird es überhaupt national? Und welche Nation kann darauf Anspruch erheben, wenn zum Beispiel ein Schriftsteller etwa in Prag geboren wurde, auf Deutsch geschrieben hat und nach Israel fliehen musste? Schwierige Fragen, komplizierte Sachverhalte. Juristen, Kulturwächter und Staatsrechtler befassen sich damit. Und diejenigen, die es auch menschlich betrifft, die dem Künstler nahegestanden haben und die sich seinem Andenken verpflichtet fühlen, die fallen dabei allzu oft durch den Rost. Wie zum Beispiel die Frau, die Sie jetzt kennenlernen, Eva Hoffe. Sie hat noch nie öffentlich über ihren Kampf um den Nachlass von Max Brod gesprochen. Jetzt tut sie es zum ersten Mal mit uns. Jahrelang schweigt sie. Jahre, in denen Eva Hoffe um ihr Erbe kämpft. Um den Nachlass des Schriftstellers und Kafka-Herausgebers Max Brod, seine eigenen Schriften und Manuskripte von Franz Kafka. Diese schenkt Brod zu Lebzeiten ihrer Mutter. Esther Hoffe war seine Sekretärin in Israel. Nach ihrem Tod klagt die israelische Nationalbibliothek gegen die Ansprüche der Familie. Ein Fall, in dem es auch um die Frage geht, wer gehört wem und wohin. Ich kann nicht anders machen. Es ist mein Leben. Es ist einfach mein Leben. Ich bin so ausgewachsen. Ich war sehr nahe zu Max Brod. Und seit ich war 7 Jahre alt, wo ich ihn gekannt habe. Und er ist eigentlich mein zweiter Vater. Meine Eltern und Max Brod haben sich getroffen in einem hebräischen Kurs in Tel Aviv, wenn sie gekommen sind von Prag. Und nur Tschechisch und Deutsch gesprochen. Also. Die drei waren sehr, sehr weit von der israelischen Atmosphäre. Aber die drei waren sehr nahe in die Atmosphäre von damals, von Prag. Als sie 6 Jahre alt ist, verlassen ihre Eltern Prag. Max Brod flieht 1939 vor den Nazis, emigriert nach Palästina. In Prag war er ein angesehener Schriftsteller, ein enger Freund Kafkas. Dieser bittet ihn auch, seine Manuskripte nach seinem Tod ungelesen zu verbrennen. Brod setzt sich über diesen Wunsch hinweg, rettet Kafka für die Nachwelt. Man fragt mich immer, warum haben Sie diesen Auftrag nicht erfüllt? Erstens, weil er nicht formell war. Zweitens, weil wir manchmal über diese Möglichkeit gesprochen haben und ich ihm immer gesagt habe, falls du glaubst, ich werde nach deinem Tode deine Sachen vernichten, wie du manchmal, er hat ja so auch gesprochen, so irrst du dich. In Israel beginnt Max Brod damit, Kafkas Schriften herauszugeben. Esther Hoffe unterstützt ihn. Sie arbeiten gemeinsam von seiner Tel Aviver Wohnung aus. Als Dank für ihre Arbeit schenkt er ihr zu Lebzeiten seine Kafka-Handschriften. Wertvolle Manuskripte, die nun die israelische Nationalbibliothek für sich beansprucht. Sie wissen nicht, wie man das nimmt, weil das ist wirklich geschenkt zu meiner Mutter schriftlich. Und das Schrift habe ich gefunden in meinem Haus. Und das Schrift hat die Gericht zu einem Graphologen gegeben und er hat gesagt, es ist wahr. Die israelische Nationalbibliothek sagt, diese Schenkung sei nicht korrekt. Sie wäre niemals vollzogen worden und sollte nicht in Betracht gezogen werden. Das einzige Dokument, das über die Manuskripte entscheiden wird, ist das Testament. Keine mutmaßlichen oder angeblichen Geschenke. In diesem Sommer hat das Gericht zugunsten der israelischen Nationalbibliothek entschieden. Die Richter beziehen sich auf Brods Testament, in dem es heißt, seine Schriften sollen der Universität Jerusalem oder der Stadtbücherei Tel Aviv oder einem ausländischen Institut gegeben werden. Viele oder. Ein komplizierter Fall. In den Medien wird Eva Hoffe ein nachlässiger Umgang mit den Manuskripten vorgeworfen. Ihre Katzen würden auf Kafka hocken. Das ist so dumm zu denken, dass ich werde die Katzen lassen auf die Handschriften von Marx oder Kafka. Das ist doch dumm. Was soll ich antworten darüber? Die Kafka-Handschriften der Familie Hoffe lagern im Safe. Sie sind vom Gericht gesperrt. Die israelische Nationalbibliothek besitzt Kafkas hebräisches Vokabelheft. Kafka ist für sie ein nationales Kulturgut, genauso wie Max Brod, dessen Nachlass hierher gehöre. Eigentlich reicht heutzutage eine hochwertige digitale Datei.
Aber für uns geht es um mehr. Wenn Wissenschaftler hierher kommen, um zu Brod oder Kafka zu forschen, dann ist auch der Kontext der israelischen Nationalbibliothek, die einen Ruf als jüdische Nationalbibliothek hat, sehr wichtig. Eva Hoffe fürchtet, dass Max Brod vergessen werde, wenn sein Nachlass in Israel bleibe. Erscheinen doch bis heute seine Bücher vor allem auf Deutsch. Er war fast 60, wenn er hergekommen ist. Und er war in die deutsche Kultur, genau wie Kafka und wie alle. Mir ist das wichtig, dass er wird verbreitet und er wird verstanden und er wird ein Schriftsteller bleiben. Eva Hoffe will nun das oberste Gericht in Israel bitten, ihren Fall neu zu verhandeln. Sie will sich die Kafka-Manuskripte nicht nehmen lassen und mitentscheiden, wohin.